bin jetzt hier, weil es in Istanbul Sabiha Gökçen am Flughafen, das ist auf der asiatischen Seite. Und der Theoretiker, der ist eigentlich schon gelandet. Ich hoffe nur, der wartet nicht innen drinne, sondern kommt raus mit seiner bunten Gehtasche. Also hier habe ich den erstmal nicht gesehen. Also der müsste eigentlich noch drin sein. So, wenn er kommt, dann überraschen wir ihn mal mit der Kamera. Ich wollte dich verarschen, aber hat nicht geklappt, Alter. Scheiße! Warum willst du mich verarschen? Warum? Ich wollte mich verstecken und gucken, wie du reagierst, Alter. Ich dachte, du wartest drin. Ja, ich komm ja nicht rein, wusste ich nicht. Ja, ich habe gedacht, geh einfach mal raus. Das ist schon lange hier? Ja, zwei. Lass dich ein. Wir hätten ja, wir hätten auch in Hagen bleiben können. Du Tourist, Alter. Hauptsache, ich bin direkt auf dem Video wie der letzte Vollasi. Maske so unter der Schnauze, Kippe auf dem Zahn. Geil. Red. Siehst du, da geht's schon ab, Alter. Krass, ich hab gar nichts gemacht. Ich rufe den Taxifahrer jetzt an und dann fahren wir. Da ist er schon. Kann ich da drin rauchen? Ja. Ja. Boah, der ist cool. Und wie ist der erste Eindruck? Ja, ich war voll am Flughafen. Die Passkontrolle, ich habe mir die langsamste Schlange ausgesucht. Richtig deutsch. Deutsch. Musstest du das erste Mal jetzt bei The Others deine Passkontrolle machen? Nein, ich musste aber auf jeden Fall bei The Others. Bei The Others, ne? Und wie fühlt sich das an? Wie ein Ausländer, ne? Das ist mir ehrlich gesagt scheiße. Ich wollte ja weg aus Deutschland. Warte mal ab gleich, wenn wir mit der Fähre rüberfahren. Ich darf auch gerne.
Ich melde mich hier von Berset. Das ist ein großer Bazar. Was man hier nicht machen darf, ist mit einer Frau hier hinkommen, weil das ist Shopping sein Endgegner. Also wer hier nichts findet, der muss Geschmacksverkalkung haben. Das ist echt krank, wie vielfältig das ist. Und alles geschlossen, wohlgemerkt, in so, das ist echt krank. Also kurz vorm Abflug muss man hier auf jeden Fall hinkommen. Geschenkartikel kann man hier mitnehmen, Taschen, Klamotten, alles Mögliche. Das ist echt krank. Was nur ein bisschen auf den Sack geht, ist, dass die Leute dich einfach ansprechen. Nicht mehr so krass wie früher, aber mittlerweile ist es weniger geworden, aber trotzdem nervig, wenn du irgendwo etwas dir ansiehst von außen, wollen sie dich direkt reinzerren. Das ist ein bisschen nervig, aber ansonsten ist so vielfältig, da reicht der Koffer nicht aus. Krass. Ja, Schmuck, Gold, Silber, Uhren, Teppiche, alles Mögliche. Hier auch Schuhe, egal was man möchte. Draußen geht es natürlich weiter, also das hört echt nicht auf. Krass, wie voll das ist, ja. So eine Menschenmenge habe ich echt in meinem Leben nicht gesehen. Also zum Shoppen würde ich euch das echt empfehlen. Das ist ein Vlog, Alter. Theoretiker, komm mal her, Alter. Und? Was für Theoretiker, komm mal her. Und? Wie war es bis jetzt? Du hast eine neue Funktion bei Google Maps entdeckt? Ja! Ja, das kommt davon, weil ich nur Auto fahre, weißt du, oder laufe, wenn es überhaupt. Es ist voll, jetzt gerade, aber es ist geil. Also es ist eine Stadt mit Leben. Auf jeden, Alter. Leben. Auf jeden. Und das war jetzt, wo quasi fast alles schon zu war, ne? Ja, jetzt gerade hier in dem Bereich ist tatsächlich... Aber der Unterschied war krass. Du bist von dem Leben so und dann immer ruhiger, 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 tot. Wir sind jetzt auf jeden Fall in der Nähe von unserem Hotel. Und wenn wir so weitermachen, gleich mitten auf der Straße. Ja, sind wir auch. Siehst du, wir kriegen schon Lichthupe, Bruder. Nee, das ist Lichthupe, ob du Taxi brauchst oder nicht, Bruder. Das ist eine andere Sprache. Aber wir wurden noch nicht angerufen, wir waren noch nicht im Weg. Das Hotel ist aber nicht das, sondern wir müssen einmal um die Kurve, da ist noch ein Hotel. Okay. Auf jeden Fall... Das wird jetzt auch im Blog richtig rüberkommen, weil die genau sehen, was du meinst. Ja, wie gesagt, ist einmal quasi hinter dem Hotel ist noch ein Hotel. Nee. Doch. Ah! Oh. Das fängt schon geil an, Alter, ohne Witz. Evo 10 läuft. Das ist bestimmt 2 Liter, Bruder. Ja, Evo 10 Sauger. Sind 2 Liter. Sauger. Auf jeden Fall beenden wir das Ganze hier und wir gucken mal, was wir morgen machen, ja? Ich glaube, wir müssen. Ja, morgen werden wir erstmal schön frühstücken und dann sehen wir mal weiter.